Gruppe gepostet hast, wo jemand in dem Chat von der Newstime da. Ach, wir sind live, Leute! Ja, hallo! Ja, Leute, wir haben heute was zu feiern. Endlich wurde Artikel 13 bestätigt, ja? Also, heute steht Folgendes an: Das Ehrentalent geht in die vierte Runde. Zu, ein Fan dabei. Basket. Was geht ab, Basket? What up, Basket? Yo, hi, hi. Na, was geht ab? Ja, ich habe ein sehr krasses Talent. Es hat monatelange Forschung gebraucht, aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich konnte ein White Noise reversen. Nochmal was? Ich konnte ein White Noise reversen. So. Echt jetzt? Hä, aber das geht doch gar nicht, hat doch Rezo erklärt. Ja, nee, ich werde jetzt erstmal das White Noise abspielen. Okay. Habt ihr gehört? Ja, ja, und jetzt Reverse? Genau, jetzt reverse ich's. Aber das klingt ja genauso. Okay, so, fuck. Also wir haben hier einen Track, der heißt Leben und Tod des Viktor Roth. Und. Und eigentlich reicht es fast schon. Okay. Wir wollen natürlich nochmal die Ehre komplett zerfetzen hier von. Okay, warte, von Vic. Was? Wer ist denn dieser Vic? Auf den gebe ich einen Fick. Du denkst, du bist krasser als ich, aber mehr als schwänzeln kannst du nicht. Ich hau deinen Yoshi zu Brei und esse währenddessen Sujuk mit Ei. Danach ab in die Shisha-Bar mit meinem Pro Sakurai, smoken Doppelapfel und trinken nices Chai. Mein Limit ist immer voll geladen. Dein letztes Stündlein hat geschlagen und ja, mit dem Downbeat werde ich dich begraben. Hörst du die Line Genkai Bokairu? Dein erster Gedanke ist Omaiwa Moshinderu. Meinen Sprung hast du zwar geklaut, dennoch verlierst du gegen meinen Cloud. Deinstallier jetzt dein Smash, sonst komme ich vorbei mit dem Omni-Slash. Wichser. Kauf mein Album. Auf den Hackern die Konter. Ich fang schon an, ich fang schon an zu notieren. Du okay. Geh schon mal Super Saiyan 2. Danke, Leute. Danke, Leute. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Ist es der echte? Ey, das ist das Ehrentalent 4.0. Okay, komm. Den müssen wir hier reinholen. Hallo, Jengul. Jengul. Hallo? Es geht. Hallo, ich bin sehr schüchtern. Hä? Aber beim letzten Mal warst du doch auch. Hast du nicht inzwischen so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein? Oder? Nein, ich hab ganz viel Aufmerksamkeit zwar bekommen, aber irgendwie, weiß nicht. Okay, auf jeden Fall danke. Rodes hat das nicht geholfen. Hast du nicht schon sämtliche Aufträge und so bekommen von großen Auftritte Firmen? Auftritte auch vor allem. Ja. Bitte hört auf, euch über mich lustig zu machen. Nee, ich kann das Unmögliche wahr machen. Ihr kennt doch alle so Pokémons, ne? Ja. Diese Pokémonsters. Ich habe es geschafft, echte Pokémonsters zu fangen. Ich habe hier so zum Beispiel ist ein Togepi letztens geschlüpft. Hier ist es, ich zeig's euch. Togepi! Wow, und, was? Oh, krass. Und ich hab ein Shiggy. Ein Arbok. Arbok. Und ein Pummeluff. Und das Pokémon, was alle kennen, Pikachu, habe ich auch gefangen. Pikachu. Junge, das war 1-1. Pikachu Donnerblitz. Pikachu. Pikachu. Alter. Okay, das ist krass, wirklich jetzt. Ja, ich habe es geschafft. Pikachu. Oh mein Gott. Aber bedenke immer, ich bin schüchtern. Eine Frage noch. Hast du auch noch ein Traumato? Ein Traumato? Nein, das habe ich nicht. Hast du zufällig ein Mew? Mew? Leider nicht. Das ist doch ganz selten. Ach, ja, danke schön, ne? Ja. Trainier mal schön deine Pokémon, wir sehen uns ja, ich bin mal. Schüchtern. Ich bin sehr schüchtern. Also, ich will heute eine Fanfiction vorlesen, das ist sehr originell. Muss ich sagen. Oh shit. Eine Fanfiction. Von wem? Wer ist das? Von dir, Nick, und einer bestimmten Miller. Hast du die selber geschrieben oder hast du die gefunden? Nee, die hat irgendwie so eine 10-Jährige geschrieben, weswegen die Rechtschreibung richtig schlecht ist. Am Abend lagen die beiden im Bett und redeten. Nick ging an sie und sie what the fuck? Sie küssten weiter und Miller legte sich auf ihn.
Er zog ihr Top aus und setzte sich dann hin. Er zog sein Shirt aus und knüpfte Milas BH auf. Sie küssten sich weiter und Mila fasste an seinen Oberkörper. Sie zogen langsam beide ihre Hosen aus. Nick stülpte ein Kondom über, während Mila sich auf das Bett legte. Er fuhr langsam in sie ein. Mila gefiel es. Er wurde schneller, aber trotzdem noch gefühlvoll. Mila fing leise an zu stöhnen. Nick schätzte den Moment, mit ihr Sex zu haben. Okay. Am nächsten Morgen wachte er auf und sah, dass Mila auf Instagram ein paar Bilder hochgeladen hatte. Er likte sie. Nick. Na, wie fandest du es? Mila. Es war perfekt. Okay, ich bin fertig. Was? Oh. Alter, ich kack ab. Shit. Das war eine geile Geschichte, Junge. Das war eine geile. Oh, muss los, Junge. Ja, muss echt los, Mann. Scheiße. Ja, ich hoffe, du findest bis zum nächsten Mal wieder so eine krasse Story. Andreas, willst du jetzt vielleicht bei dem try? Ja, Bruder, traust du dich jetzt? Hallo. Du hast dich Entschuldigung, vorhin... Guten Tag, ich bin schon aus Versehen gelebt. Ach, das war aus Versehen. Ah, okay. Ja. Aber jetzt bist du. Ja. Guten Tag, ich bin der Andreas Burani. Und ich würde gerne ein Songcover von Ei hoch auf uns. Okay, gerne. Kein Anfänger. Ei hoch auf uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Ei hoch auf uns! Dann grüßen wir jetzt alle mal wieder. Na? Was geht ab? Was geht ab, Fiebers kaputter Stuhl? Bist du nur da wegen dem Namen? Oder kannst du auch was? Lol. Hi. Ja, ich kann aber einen Kieber machen. Wie ich das einmal probiert habe. Ich wollte den Kieber machen. Und jetzt ist mein Stuhl kaputt. Ah, du hast es vorher schon geübt, den Kieber zu machen. Ja. Aber du hast doch bestimmt noch irgendwo einen zweiten Stuhl im Haus. Ja, aber die darf ich nicht kaputt machen, weil sonst weinen meine Mama. Ovo, was geht ab, Ovo? Hallo. Brigitte. Sag mal, Chips auf Französisch. Chips. Ja? Hi? Nein, du musst jetzt nochmal alles geben. Nein, du bist weil du kannst jetzt noch das Ehrentalent. What the fuck, okay. Hi. Sorry? Hört ihr mich gut? Ja. Sorry, wirklich. Ich habe etwas vorbereitet. Nick? Ja? Wir wissen alle, dass du eine gespaltene Persönlichkeit hast. Bruder, wir wissen alle, dass Nils ein Teil von dir ist. Was? Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich habe das mit meinen psychologischen Kenntnissen herausgefunden und ich würde jetzt gerne mit Nils sprechen. Nee, dafür brauchst du dich nicht schämen. Es ist alles gut. Ja. Falls ihr diesen Nils jemals wieder seht, sagt einfach bitte Bescheid. Dann weiß ich, dass ich das jetzt bin gerade. Wisst ihr? Also, das war der letzte Kandidat. Ich weiß, es ist noch von den ganzen Menschen, die hier drin sind, locker noch so viele nice Talente gibt und auch so viele lustige Menschen. Aber ist ja nicht das letzte Mal. Aber es ist nicht das letzte Mal, Leute. Wir machen das als ein riesen Format. Und, also guck mal, wir hatten heute schon wieder richtig viele Leute hier, ne? Und wir gehen jetzt einmal durch, wer das Ehrentalent dieser Folge ist. Also InScope hat 86 Punkte. 86 Punkte. Aber Genghis hat 101. 101. Und ich glaube, dass es keinen gibt, der da mithält. Nein. Nee. Genghis zum zweiten Mal hat wieder das Ehrentalent. Komm, ja, das ist einfach, das ist Genghis mit seinen Pokémon zusammen. Mit seinen also Pokémon eigentlich zusammen. Eigentlich haben die Pokémonsters. Die Pokémonsters. Richtig nice, danke, dass ihr mitgemacht habt, Leute. Komplette Ehre. Und ja, lässt sich eigentlich nur sagen, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Ehrentalent. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Nächste Woche geht es in die Runde Ehrentalent Nummer 5. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Hast du noch irgendwas zu sagen? Biatch.
Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Billy got bars like a motherfucking jail cell. You are not new, motherfucker, you AOL. I am the goat, and yes, Billy is new. I will never stop working, little bitches like Duracell.